Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Life is Strange 2. Und wir haben in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angefangen und jetzt geht es gleich mal wirklich los. Wir haben jetzt das Inventar uns ein bisschen angeguckt, was wir haben. Wir haben ein bisschen Geld. Was ist das hier? Puerto Lobos. Papas Fahrzeugtasche. Ich liebe dieses Fahrzeug aus Papas Kindertagen. Das würde ihm weniger gefallen, wenn er wüsste, warum ich es behalte. Puerto Lobos, also okay. Wir haben alles da durchgelesen, das haben wir auch gelesen, ja. Gut. Mehr gibt es ja auch gar nicht, was auswählen. Anti-Mobbing-Flyer. Die verteilen sich ständig in der Schule, aber sie landen immer im Müll. Warte mal, steht da eigentlich übersetzt? Lass dich nicht mobben. Falls du das Opfer von Mobbing bist, bist du nicht allein. Kommen Sie zu unserem monatlichen Unterstützung- und Diskussionstreffen. Privatsphäre garantiert. Kontakt e.m.anderson@peacecookhigh.ed. Alter, was für eine E-Mail. Die Chroniken des Basiliken Teil 5. Die Belagerung von Morcorn von Ariana Simard. Fantasy-Buch. Ich wünschte, das wäre die Art Buch, die wir in der Schule lesen. Test, ich hasse Multiple-Choice-Fragen. Ich rate immer falsch. Federmäppchen, kaum zu glauben, dass ich das Teil seit der 8. Klasse habe. Mathebuch, nur noch ein Jahr, dann brauche ich kein Mathe mehr. Dr. Rossmann, Statistik und du, 11. Auflage. Handy-Ladegerät, das nehme ich besser mit zur Party, nur für den Fall. Ist besser so, ja. Papas Bild. Leider sagt ich sehe aus wie Papa. Ich nehme an, das ist ein Kompliment. Hausschlüssel. Es kommt mir vor, als lebten wir schon ewig hier. Schon 10 Jahre. Ausweis. Gibt es ein universelles Gesetz, das besagt, wir müssen auf Dokumente aussehen wie Idioten? Ich habe das aber schon gelesen. Aber ich wusste gar nicht, dass da so Nebentexte stehen. USB-Stick. Der ist seit Monaten da drinnen. Ich weiß nicht mal mehr, was da drauf ist. Oh Gott. Kopfhörer, die beste Gesellschaft für eine einsame Schulbusfahrt. Ich habe übrigens auch so einen USB-Stick, also nicht so einen, aber ich habe auch immer USB-Sticks bei mir einfach in der Federschacht. Warum auch immer. Brauche ich aber mittlerweile nicht mehr. Portemonnaie. Ich werde versuchen, das hier nicht zu verlieren, wie auf der letzten Party. Na, hier sind ja eh nur 3,20 drin. Fahrzeug. Also ja, das haben wir gelesen. Skateboard-Werkzeug. Ich war seit einem Monat nicht im Park. Wenn es anfängt zu regnen, ist es zu spät. Wasserflasche. Ich gehe nie oh nirgendwo ohne Wasser hin. Dieser Herbst war bisher echt trocken. Jens Notiz. Sie hat mir vor ein paar Wochen geholfen. Sie ist echt cool. Falls du Hilfe in Mathe brauchst, ja, die Nummer. Okay. Haben wir das Inventar fertig? Da müssen wir immer reinschauen in den Tagebuch und so weiter, alles, ne? I'm not bad into cars, but Big these are Wheeze. pretty bitching. Big Wheeze, Muscle Cars der 60er Jahre. Okay. Das liegt hier einfach rum. Eine Playbox. I don't know who plays more, Daniel or Dad. TV. I could just stay home and binge Top Gear with Dad and Daniel, but not tonight. What if Jen came over? We can build a fire and. Dude, stop. Jeez, how old is this? We've had it since I was 10. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. Ach so, ein Minecraft-Spiel. Man, is there any more boring sport than baseball? But you do you, Dad. Can't wait for the rain. Makes me feel like drawing. So, hier hängen ein paar Bilder. Comics, oder nee, nicht Comics, also gezeichnete. Das ist wahrscheinlich er im Auto. Sein Vater. I need to take care of that party list. Ja, Mann, Alter. Machen wir doch gleich. Ich schau mich ja hier um, muss ja. Dad hates Sushi. But he orders it anyway for us.
So, dann haben wir das fertig. Das ist die Schultasche. Better pack for the party. Sean's Inventar. Achso. Tagebuch, okay. So geht's auch. Turnschuhe haben wir uns angeguckt. Wütender Hinweis. Achso, das haben wir auch schon mit dem Grundstück Grenzen. Was war das? Spielzeug aufräumen, ja. Da geht's runter in den Keller. Ich schau mal noch, was hier oben so rumliegt. Was haben wir hier? Ein gerahmtes Zertifikat. He was so proud to get that. He should be. Seattle Institut für Automobiltechnik. Auszeichnung. Hiermit wird bestätigt, dass Esteban M. Diaz erfolgreich die Prüfung bestanden hat und über die vom Seattle Institut für Automobiltechnik vorgeschriebene Arbeitserfahrung verfügt und für all unten angeführten Bereiche AS zertifiziert ist. Meister Automobilmechaniker. Berlin am 28. März 2009 in Seattle, Washington. Und warte mal, wir spielen im Jahr 2016, geboren sind wir 2000, das bedeutet, wir sind 16. Okay. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Puerto Lobos. Da haben wir ja so eine Karte. Und das ist anscheinend Puerto Lobos, also eine Postkarte zumindest. Ja, vielleicht werden wir da mal hinkommen. Mal schauen. Draußen liegt ein Ball. Uah, Alter. Aber viel ist draußen nicht los. Rechnung. Bam. The guy never stops working. Rechnung. 20.10.2016. Von Diaz Fahrzeugtechnik. 2336 McQueen Avenue, Seattle, Washington. 360-555-1789. An Charles Barry 66 Mobileway, Seattle, Washington. Leistung Neubau des Motors 1970 GTO. Dienstleistung 1650 Dollar. Teile 974,68 Dollar. Gesamtbetrag 2624,68 Dollar. Boah. Das war schon viel, ne? At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Dad. Mathe-Textaufgaben. Bitte löst die folgenden spaßigen Probleme. Erstens, Adam hat 10 Boxen mit je 19 Bällen. Er hat 2 Bälle verloren. Wie viele Bälle hat er jetzt? 10 mal 19 ist gleich 90 plus 100. 90 plus 100 ist 190. 190 minus 2 ist 188. 2. Marie. Zweitens, Marie hat 10 Schokoriegel gekauft und alle bis auf 4 verschenkt. Wenn jeder Riegel 1,25 Dollar kostet, hat wie viel hat sie für ihre Freunde ausgegeben? 10 minus 4 ist gleich 6. 1,25 mal 6 ist gleich 5,70. Drittens, wenn Iris um 9 Uhr in der Schule sein muss und es 33 Minuten dauert, in die Schule zu kommen, wann muss sie das Haus verlassen? Fährt die schwerfällige Ressourcen in den Bus? Ja, was ist denn das also? Für Müll. Aber das kennt man doch selber. Daniel kept saying, I'm freezing. But we couldn't get him off the skis. Schön. Kühlschrank. Kekstack. Man. Daniel could live off this crap. Bier. Ted doesn't drink that much. Does he keep track? Das kann man nehmen. Don't forget the non-booze. Okay, da oben ist. Also wird das nehmen wir mit? Steht auf der Liste? Bet there's gonna be a keg at the cabin. Austauschen? Aber sie hat ja gesagt, wir nehmen lieber Bier mit, ne? Oder Limo. Ja, nehmen wir lieber die. Cross that off the list. Drinks down, food to go. Okay. Dann nimm mal Bier mit. Ansehen, Kekse, Chips, Alter, Chips nimm mal sicher mit. Dad is like a big kid. He gets so hyped for Halloween. Yo, cookies. Kekse. Gotta bring some munchies. Huh?
Na gut, dann nehmen wir Chips mit. Hope there's also like real food at this party. Gut, dann machen wir zu. Wir können ja eh nur eins mitnehmen. Von jeder Sorte. So, hier muss noch Abwasch gemacht werden. What the? Is Dad baking something? Wir haben eine neue Nacht von Layla. Scheiße, ich will nicht mehr auf diesem Planet leben. Bist du schon bereit für die Party? Antworte oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Ich kann ja gar nicht antworten. Damn, Layla's so hyped up for tonight. Better hurry. Ja. Meet the Diaz. Organization experts. Keine wöchentliche Hausarbeit. Damit seid ihr gemeint. Sean, saugen und Zimmer aufräumen. Daniel, Badezimmer putzen, Küche putzen und Zimmer aufräumen. Papa, putzen. Pizza, Sean, Papa, ich. Power Beer. Sean, Kacke. Okay. Real funny, Dad. Drogengeld stehlen, $10. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be on Instagram. No harm. I'll pay this back before next week's pizza night. Promise. Tue ich ungern, ne? Was kann ich zurücktun? Man kann es wieder zurücktun. Okay, also sollte irgendwas passieren? Der Vater irgendwie Verdacht schöpfen? Oder dann wieder abziehen, könnten wir natürlich. I'm broke, so I better find some cash for tonight. Hey, haben wir doch. Cash. Well, it's not my turn to do the laundry. So, hier ist das Badezimmer. Spiegel üben. Was üben? Hey, Jan. What's up? Oh, try again, loser. Hey. You look totally hot. Oh my god, stop. Ugh. Hey, you wanna share my blanket? Hey, Jen. Do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Daniel better not use my toothbrush again. Spiel ansehen. Yeah, I'm gonna turn this party up. Ja, aber voll. So, das ist unser Zimmer betreten. Wir könnten noch runter in den Keller gehen. Ah, was haben wir hier? Bild. We almost got caught by a crazy old dude. But it was such a blast. Kein unbefugtes Betreten. Bild. This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Was ist denn das eigentlich? Ist das Eric? Auf jeden Fall, das ist eine richtig krasse Gang. Don't mess with them. Wir haben noch eine neue Nachricht. Harf, wer ist denn das? Hey Diaz, ich habe gehört, du wirst Murphy flachlegen. Was? Wer ist das? Wo hat er die Nummer? Asshole. Arbeitskleidung. Man, I so don't want to work this weekend. How many times have I watched it? Not enough. Couldn't live without this shit. Ja, mach mal an. Time to get in the mood for tonight. That would be sick to just go tag the world. Graffiti rund um den Globus. Straßenkunst von Australien bis Zimbabwe. Zimbabwe. Somewhere blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy. I really like that one. I don't totally suck. Schon. Auch unterzeichnet. Thanks, Daniel. I'll, treasure this gift always. Turn your life on the flip of this coin. Turn upside
Okay, wir machen das immer mal aus. Und dann setzen wir uns. Oder Moment. I'll never make varsity at this rate. Das ist nur ein Bild. Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. Was haben wir da? I should practice instead of putting it up here. But it looks pretty rad. So, ich schaue mir noch weiter um. Alter, hier haben wir noch mehr. Lila was belting out so hard during that show. She lost her voice for a week. I think I know what to ask for Christmas. Real Gamer Star Annihilation. Fantasy Buch. Damn. I still have like 10 books left in the series. I won't finish until I'm 20. Die Chroniken des Basilisken, Teil die Belagerung von Morcorn von Arianna Simard. Also da gibt es anscheinend mehrere Teile so noch. Immer von denselben. Bewegen, Buch, Spielzeug ansehen. Oh, hi Gunther. Sorry. You stay hidden here. Altes Handy, Kondom, Alter. We got these for free during sex ed last year. Dad wants me to keep this junk as backup. Right. So, die müssen wir auch mitnehmen. Not sure Daniel is ready to be an uncle yet. Ja, hoffentlich nicht. Zurück, da gibt's nicht mehr. Okay, das haben wir uns angesehen. Dein Laptop gibt's ein Namensschild, liegt auch. Very funny, Lila. Z-Mart. Super schon. My boss has a sense of humor. Kind of. Schon. Kassen. Küssen. Assistent. Babes Assistent. Schrank. Eric got us some purple last month. It was fucking insane. My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Nicht mehr in der Unterstufe. Hausparty zum Schulende. Freitag, 10. Juni 2016. 365 Fugers Lane. Ballard, Seattle. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wieso liegt da einfach die Pfeife einfach so drin? Das andere Zeug versteckt da. Das ist übel strange. Er versteckt einfach die Kondome, versteckt da wie sonst was. Aber die Pfeife, ja, das ist egal. Hä, what the fuck? Das ist falsch bei ihm. So, was war da noch? Ah ja, hinsetzen und zeichnen. Lila will survive if I take 5 to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. Alter, wie geil. Und jetzt? Time to take the pen, dude. Ach, jetzt muss ich einfach ein bisschen bewegen. Fertig. Alter, naja. The lighting is nice. It's been a while since I've sketched my room. Für den Anfang nicht schlecht. Pretty good. But I can add more details if I want. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer alles an. Okay, got it. Und jetzt noch mal ein bisschen. Ja, das sieht ja, Alter, ja, das sieht jetzt viel schöner aus. Ja, jetzt kommen dann noch die Bilder und fertig. My room almost looks cool on this. Not an easy task. Schön. Good job. Gut, Errungenschaft freigeschaltet, skizzenhaft. So, oh, was ist denn das hier? Schöne Lampe. Namensschild, Laptop, das müssen wir natürlich auch mal reinschauen, was da drin so ist. Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Sean Diaz hat ein Foto gepostet. Lila Park, Alter, die lahmste Chronik aller Zeiten. Poste ein Selfie oder so. Stalker-Alarm. Da kann ich aber nichts. Nee, ich kann nur. Ach, ich muss nicht immer auf Lesen klicken. Nächste. Okay. Don't be a stalker, Sean.
John Murphy. John Murphy hat ein Foto gepostet. Lass dich nicht von ihnen zähmen. Isadoro Duncan. Man, this is taking forever. Do they want me to pay for it? Ease load. Goodlands 1973 1080p Brit x256.er HNN MKW. Okay, das ist einfach nur ein Bild, eine Datei. Kann ich die runterladen? Ich glaube nicht, ne, hier geht ja gar nichts. Ne, da macht er immer nur das. Okay. Oh my god. The internet was a mistake. Lol, Cat Attack. YouTube. Invisible. Brr. YouTube, unsichtbarer BAGA. Lol, Cat greift an. NSVW. Ach, das war schon. Okay. Ja, nicht so spannend. So. Benutzen können wir das ja. Gut, dann haben wir das fertig. Jetzt können wir raus. Hier oben haben wir eigentlich auch schon alles. Was macht man hier bei Daniel? Dude, come on, open up. Why? Because. Okay, okay. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? You gave my choco Chris to Dad. So what? He gave it back. Dude, you're so spoiled. What's with the sisters? You'll see, but not now. So don't come in. Okay, fine. Don't tell me. After all, I'm only your big brother, who looks after you and takes care of you. Stop it. All I can say is, watch out for my costume in 3 days. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Okay. Yes, she wants to marry you. Shut up! Aunt, I don't even care if I can't go. Because I have secret stuff to do. Alone. Of course you do. Das hat er natürlich. Soll er ruhig machen. Daniel's always up to something. Wonder what's next. Gut, dann gehen wir mal runter. Zum Vater können wir ja nicht ins Zimmer. Alright, Dad. Where do you put the blankets? Ich schau doch mal an. Alter. Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Well, of course. He asked Daniel too. Kann ich da drin das Licht dann ausschalten oder wie? Mach ich lieber nicht. I'm broke, so. I better find some cash for tonight. Haben wir doch schon. Wir haben oben geklaut, Alter. Wir haben jetzt. Moment mal, steht das drinnen? 13,20 haben wir jetzt. Ja, muss man sich mal anschauen, das Ding, Alter. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Ich hätte übrigens im Leben niemals oben geklaut. How long is he gonna keep all this shit? Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry, baby Jesus. Darum sind die Decken. Thank God I don't have to take one of Daniel's. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Die Frage ist eigentlich, was ist mit der Mutter? Ausgezogen oder weg oder wie auch immer. Dad should just sell that other bike. Okay. Achso, das. Ach, das geht von da. Okay. Ich dachte, jetzt geht da drin, das Licht. Ja. Yeah. Yeah. Don't get too excited, kid. You're making me nervous. Hey. Since you're creeping around up there,
Can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure, can do. Ja, auf der obersten roten Schublade. Da. Aus der roten. Ah, ich kann ein bisschen laufen. Da drin ist er wahrscheinlich, ne? There's no wrench here. Ah, shoot. Must be somewhere else then. Take a look around. Okay. I know I left it nearby. It's a 16 millimeter reversible flex wrench. Ach so, natürlich. That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Ist ja natürlich. Hold on. Sam came by the garage today. Told me to tell you hi for him. How's his leg? Well, you know, old fossils like us don't heal the way you do. Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Das ist er, glaube ich, ja. Haben wir ihn gleich gefunden und nehmen wir mit. Das sollte er auf jeden Fall sein. Is that it? Hey, yes, that's the one. That was quick. So you did learn something from your old man after all. Yeah, yeah. All right, just let me tighten this. So, finally decided to come and join your old man under the hood, huh? Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering, I don't care. As long as you put your heart into it. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me, took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then... Ugh, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Well, you don't have to. I mean, it's cool. Are you sure you're my son? You don't want to visit Mexico. Don't want to have a car. I can't even get you into Rush or Santana. Are you going to ride the bus for all your dates? Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock blocking is. He looks up to you, Sean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way. Ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? I mean... Yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's gotta get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah, why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Thanks, Dad. Just be careful. That's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. Don't worry. We got smartphones and stuff. We can call a ride if we need it. And I can always text you. I try not to. Or you know, you could have set my friend request on Facebook so I could keep an eye on... Oh my god. Okay, I have to go. Thanks, hey, Dad. Hey, not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Da klar. Okay, have fun, but not too much. I won't. Promise.
Bye. Love ya. I love you too, hijo. Sorry, ich hatte mich in the ass sometimes. But he's awesome. Ein bisschen noch mich umschauen. Looks like I got everything. Better pack it all up. I would be fucked if I had to help Dad in the shop. It'll be weird having my own car. But then I could take Jen out. If she wants. Dad is actually kind of a secret geek. Maybe a nerd. Chupacabras aus dem Weltall. Gott. Dad used to go see them all the time. Can old people be cool? Billy and the Rich Boys plus Gäste für jedes Alter. Freitag 20 Uhr bis 23.30 Uhr. Anvil Bar and Grill. 35th Street, First Street, $15 Abendkasse. So eine Band anscheinend hier in der Gegend. Ein Buch. Ah, yeah. I tried to read that. Snooze. Dad loves all that political crap. Revolution in ihren Hinterhof von Maggie Nielsen. Ich glaube, es ist gerade nach den Wahlen, ja. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly. Ich glaube, es ist echt nach den Wahlen und... Aber eigentlich ist doch Washington so ein Demokratenstaat eigentlich. Ich glaube schon, ne? Damn. You can open a hardware store with all of this. Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. Übrigens, Washington ist übrigens mein Lieblingsstaat übrigens in der USA. Immer so nebenbei. The saw almost took my thumb off once. Das war jetzt ja nicht richtig zufällig, dass das Spiel übrigens in Washington spielt. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie so, keine Ahnung, so New Mexico oder sowas, weil die ja halt aus Mexiko sind oder sowas und das ist halt... Okay, gotta go back to the living room and load the backpack. Kann man mit dem Vater noch reden? Ach komm, wir lassen ihn lieber arbeiten. Lass mit Papito lieber arbeiten. Und machen uns auf die Reise.